Tolle Stimmung hier im Ostseestadion gegen Magdeburg, das Topspiel neulich vor 23.000 Zuschauern. Das lag natürlich auch an vielen Gästefans. Heute werden es ungefähr 14.000 werden, aber eine schöne Choreografie haben sie vorbereitet. Die Rostocker haben die drei Heimspiele nach der Winterpause allesamt gewonnen. Das ist die gute Nachricht bei den Rostockern. Bei Paderborn sieht es im Moment, wie gesagt, nicht ganz so gut aus. Immer noch Tabellenführer, aber 5 Spiele ohne Sieg. Die längste Serie ohne Sieg unter Trainer Steffen Baumgart. Aber der hat sich ganz cool gezeigt, hat gesagt, was die da hinten hinter uns machen, das interessiert mich überhaupt nicht und macht mich auch nicht unsicher. Schauen wir mal, wie es die beiden Mannschaften heute Nachmittag angehen wollen in diesem Topspiel in der dritten Liga.